Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute mal wieder mit dem Lavados. Feldforschungsdurchbruch. Aber das ist mein letzter. Also nicht nur meiner, sondern von uns allen der letzte. Für eine Weile. Weil das nächste Mal ist Zapdos am Start. Falls ihr es nicht wusstet, checkt mein Video ab. Mein letztes, da habe ich drüber geredet. Zapdos kommt. Die anderen Quests werden dementsprechend auch angepasst. Weil momentan sind die ja alle ausgelegt auf Feuer. Man kann Vulnona bekommen, Tornupto, Vulpix, Ponita und so weiter. Glumandas, Makago. Und das wird dann auf Flug und Elektro angepasst. Mehr drauf fokussiert. Und noch ein paar andere Sachen. Also ich bin gespannt. Zapdos brauche ich eh noch. Und heute, wie gesagt, Lavados gefangen. Weil es ist ja 100% Fangrate. Also rein theoretisch, der bleibt ja nicht immer drin. Sicher. Aber er kann auch garantiert nicht fliehen. Also. Und es war sogar mein bester bisher. 93%. Ich habe mich gefreut. Zuerst. 15 Angriff, ich denke mir, okay, perfekt. Ich bin verzweifelt. Maxen wir den. Dann schaue ich so meine Lavados durch. Und ich sehe, von früher, ich habe bereits 93%. Sogar zwei. Ein mit 15 Angriff. Ich dachte immer, ich hätte nur 91 oder schlechter. Aber ich habe sogar 93 gehabt. Das heißt, ich habe mich nicht verbessert. Aber ich bin so verzweifelt. Ich werde wahrscheinlich meinen 93er. Also nicht den von der Feldforschung, sondern den von früher. Auf Max pushen. Die aus der Feldforschung sind übrigens auf Level 15. Das heißt, ein bisschen niedriger, das heißt mehr Bonbons, mehr Staub. Dementsprechend lieber die normalen pushen, falls ihr da ein besseres habt. Das wird demnächst kommen. 93 wäre dann das niedrigste Legendäre, was ich pushen würde auf Max. Wisst ihr, das niedrigste ist 96er Lugia. Ich hatte eigentlich echt nicht vor, niedriger als 96 zu pushen. Dementsprechend warte ich noch ein bisschen, schauen wir mal. Also es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass demnächst irgendwie Lavados wiederkommt als Raid Boss. Weil jetzt kommen die drei legendären Vögel als Questbelohnung. Und ich glaube nicht, dass die irgendwie im Sommer oder so nochmal kommen. Vielleicht zu irgendeinem Special. Ah, aber schauen wir mal. Dementsprechend habe ich echt keine andere Wahl, als den 93er zu pushen. Auf jeden Fall schreibt unten rein in die Kommentare, was euer bestes Lavados ist aus den Feldforschungsdurchbrüchen. Ich habe viele gesehen, 100%, 98. Bei euch läuft's, bei mir leider nicht. 93. Mal schauen, ob ich den auf Max pushen werde. Ansonsten, ich glaube so wie letzte Woche, auch eine Box am Start mit dem Feldforschungsdurchbruch. Ah ne, letztes Mal haben wir das nur so die Wochenhighlights zusammengefasst. Da war das dabei. Wochenhighlights diese Woche, Event natürlich, läuft, ist am Start. Konnte ich bisher nicht so ganz gut ausnutzen, aber ich habe es so gut ausgenutzt, wie es ging. Und dann am Wochenende werde ich nochmal reinhauen. Bisschen Staub muss auf jeden Fall gefarmt werden, damit wir weiter unsere Pokémon auf Max pushen können. Wir haben ja vor, also ich habe ja vor, die ganzen Kanto 100er, die ich habe, auf Max zu pushen. Und dafür brauche ich auf jeden Fall den Staub. Ansonsten die Woche, ich habe mein erstes Isso gebrütet. Kein Shiny, kein 100er, aber wenigstens endlich mal ein Isso überhaupt. Also das waren so die Highlights meiner Woche. Ein paar Latias gemacht, ein paar Bonbons, aber kein guter dabei. Auch bei Latias bisher mein bester nur 93. Das heißt, nächste Woche, also die Woche werde ich auf jeden Fall nicht auf Raid Tour gehen oder so. Dann nutze ich lieber das Staub-Event. Aber nächste Woche wäre dann die letzte Woche von Latias. Da habe ich noch eine Chance, besser als 93 zu bekommen. Ansonsten müsste ich von dem auch 93er pushen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der Box. Da haben wir wie immer erstmal ein T-Shirt am Start. Achso. Alter, voll verplant. Erstmal, danke an Rootbox für diese Box. So wie immer, sind so spezielle Boxen mit ein paar coolen Extras, Goodies, mit bestimmten Themen. Ist halt meistens so Nerdzeugs, Serien, Animes, Gaming. Auf jeden Fall, Link ist unten in der Beschreibung. Es gibt, glaube ich, auch einen Code. Also langsam werden wir echte YouTuber slash Influencer. Jetzt kriegen wir auch schon unseren eigenen Code. Könnt ihr eingeben und dann paar Prozente sparen, falls ihr euch auch so eine Box gönnen wollt. Jetzt checken wir erstmal das T-Shirt ab. Sagt mir hier. Oh, oh, okay. Freddy Krueger. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Also ich weiß nicht, ob eure Generation das noch kennt, aber meine Generation. Freddy Krueger und Jason. Freitag der 13. Dann. Pop-Up-Figur. Die gibt's immer oder meistens. Diesmal Lara Croft, auch Teil meiner Kindheit, großer Teil, Lara Croft, Tomb Raider.
Neue Verfassung, neue Filmversion habe ich gesehen, also zumindest den Trailer. Und die Schauspielerin meiner Meinung nach passt überhaupt nicht zu Lara Croft. Aber falls ihr den Film gesehen habt, schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Film. Pop-Up-Figuren ganz cool, kann man sammeln, zu jedem Thema. Ja, bisher leider noch keine, ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Pop-Up-Figuren zu Animes. Ja, bisher echt nur so Comics-Zeugs, DC, Marvel bekommen und sowas. Als nächstes haben wir, okay, auch ein großer Teil meiner Kindheit, die unglaubliche Geschichte der Resident Evil. Das ist nicht das Resident, ja, der Resident Evil, war schon. Oi, da. Daran erinnere ich mich noch. Yo, das hatte ich auf PlayStation früher gezockt. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das war ab 16 oder 18, das Spiel. Und ich und meine Freunde waren definitiv nicht 16 und 18, als wir das gezockt haben. Also wir waren... Ich war nicht mal 10, glaube ich, wo ich das Spiel hatte. Okay, gleich rufen Leute das Jugendamt an. Das Hong das mit unter 10 Jahren gespielt hat. Aber das war echt... Das kann man mit jetzt nicht vergleichen. Also die Grafik ist so schlecht. Das kann gar nicht ab 18 sein. Man hat echt nur Pixel gesehen. Also so gruselig war das gar nicht. Also die Sachen, die jetzt... Wie gut das animiert ist jetzt und designt. Das würde ich jetzt dem 10-Jährigen nicht vorsetzen. Dann wir haben einen Button. Survival Rule Number 2, Double Tap. Okay, sagt mir gerade gar nichts. The Last of Us Poster Collection. 40 Removable Posters. Okay. Das habe ich nicht gezockt, also da habe ich schon nicht mehr so viel gezockt. Und das war's. Ein paar coole Sachen. Kleiner Flashback zurück in meine Kindheit. Mit Resident Evil, Lara Croft, Tomb Raider. War ganz nett. Danke Rootbox für diesen kleinen Trip zurück in die Vergangenheit. Ansonsten, Pokémon technisch, wie gesagt, Stopp-Event läuft. Was ich mir zum Event gedacht habe, weil das ist ja wieder Pokémon spezifisch. Und ihr wisst ja, wir haben diese Tradition so langsam eingeführt, wo ich immer das Event-Pokémon auf Max pushe. Und dieses Mal gibt es ja kein spezifisches, es gibt eher so Typen. Dachte ich mir, ich push ein Boden, ein Pflanzen- und ein Wasser-Pokémon auf Max. Und zufällig auch Gen 1, 2 und 3. Boden, dachte ich mir, vielleicht Sandama. Oder Diktri, falls ihr Bock habt. Aber eher Sandama. Dann Gen 2, was war das nochmal? Habe ich vergessen. Irgendein Pflanzen-Pokémon. Und Gen 3 war auf jeden Fall Walmer. Wildort 100% auf Max. Wollte ich eh schon machen. Der ist gar nicht so schlecht, ziemlich cool. Und Shiny Walmer. Noch nicht gefangen. Mal schauen, ob ich noch Glück habe und eins bekommen werde. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so mit dem Event läuft. Wie viel Staub habt ihr schon gemacht? Wie findet ihr es? Lavita ein bisschen erhöht. Funpi erhöht. Ein paar coole Sachen auf jeden Fall erhöht. Gerade dachte ich, ich hätte mich erinnert, welches Pflanzen-Pokémon aus Gen 2 ich... Aufmacht. Ja. Papunga. Shoutout an Julian. Mit der Wette, mit dem IV-Battle. Da habe ich seinen Hauptspross, Papunga, 100% auf Max gepusht. Oder auf Max pushen lassen als Bestrafung. Jetzt mache ich es freiwillig zum Event. Ansonsten, schreibt unten rein, ob ihr schon Shiny Walme habt. Das war's von mir. Danke an Woodbox. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie's ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.